Viertes Kapitel: Die religiösen Formen der kollektiven Überzeugungen. Wir haben dargetan, dass die Massen nicht logisch schließen, dass sie viel mehr Ideen en bloc annehmen oder verwerfen, weder Diskussion noch Widerspruch dulden und dass die auf sie einwirkenden Suggestionen die Sphäre ihres Verständnisses völlig in Anspruch nehmen und zugleich in Handlungen sich umzusetzen bestreben. Wir haben gezeigt, dass die gehörig suggestionierten Massen bereit sind, sich für das ihnen suggerierte Ideal zu opfern. Wir sahen auch, dass sie nur heftige und extreme Gefühlsausdrücke kennen, dass bei ihnen die Sympathie rasch zur Anbetung wird und dass sie sich, kaum entstanden, in Hass verwandelt. Diese allgemeinen Angaben lassen uns schon die Art ihrer Überzeugungen ahnen. Die nähere Untersuchung der Überzeugungen der Masse, wie sie ebenso in den Zeiten des Glaubens als in den großen politischen Erhebungen etwa im verflossenen Jahrhundert auftreten, ergibt, dass diese Überzeugungen stets eine besondere Form annehmen, die ich nicht besser zu bestimmen vermag, als durch den Namen des religiösen Gefühls. Dieses Gefühl besitzt sehr einfache Merkmale: Anbetung eines vermeintlichen höheren Wesens, Furcht vor der ihm zugeschriebenen magischen Gewalt, blinde Ergebung unter dessen Befehle, Unfähigkeit zur Diskussion über dessen Dogmen, Streben nach deren Verbreitung, Tendenz, jene als Feinde zu betrachten, die sie nicht annehmen. Ein solches Gefühl mag sich auf einen unsichtbaren Gott, auf ein steinernes oder hölzernes Idol, auf einen Helden oder auf eine politische Idee richten. Sobald es die angeführten Merkmale aufweist, ist es religiösen Charakters. Das Übernatürliche und das Wunderbare finden sich hier in gleichem Maße. Die Massen bekleiden unbewusst die politische Formel oder den siegreichen Anführer, der sie für den Augenblick zur Schwärmerei verführt, mit einer mystischen Gewalt. Nicht bloß, wenn man eine Gottheit verehrt, ist man religiös, sondern auch dann, wenn man alle Kräfte des Geistes, alle Willensergebung, alle Gluten des Fanatismus dem Dienste einer Ursache oder eines Wesens weiht, welches zum Ziel und Führer der Gedanken und Handlungen wird. Zum religiösen Gefühl gehören notwendig Intoleranz und Fanatismus. Sie sind unausbleiblich bei jenen, welche sich im Besitze des Geheimnisses des irdischen oder himmlischen Glücks glauben. Diese beiden Züge finden sich bei allen zu Gruppen vereinigten Menschen, wenn irgendein Glaube sie erhebt. Die Jakobiner der Schreckenstage waren ebenso tief religiös wie die Katholiken der Inquisition, und ihr grausamer Eifer entfloss der gleichen Quelle. Die Überzeugungen der Massen nehmen die dem religiösen Gefühle eigenen Eigenschaften der blinden Ergebenheit, der grausamen Intoleranz und des Bedürfnisses nach gewaltsamer Propaganda an. Daher kann man sagen, alle ihre Glaubensinhalte haben eine religiöse Form. Der Held, dem die Masse zujubelt, ist für sie in der Tat ein Gott. Napoleon war es 15 Jahre lang und nie hat eine Gottheit eifrigere Anbeter gehabt. Auch sandte keine die Menschen leichter in den Tod. Die Gottheiten des Heldentums und des Christentums übten niemals eine vollkommenere Herrschaft auf die von ihnen gewonnenen Seelen aus. Alle Stifter eines religiösen oder politischen Glaubens haben diesen nur dadurch begründet, dass sie es verstanden, den Massen jene Gefühle des Fanatismus einzuflößen, welche bewirken, dass der Mensch sein Glück in der Anbetung und im Gehorsam findet und gewillt ist, sein Leben für sein Idol zu lassen. So war es zu allen Zeiten. Fustel de Coulanges bemerkt in seinem schönen Buche über das römische Gallien, dass das römische Imperium sich keineswegs durch seine Kraft, sondern durch die religiöse Bewunderung, die es einflößte, erhielt. Es wäre in der Weltgeschichte ohne Beispiel, dass eine von den Völkern verabscheute Herrschaft
fünf Jahrhunderte gewährt hat. Es wäre unerklärbar, dass 30 Legionen des Kaiserreichs 100 Millionen Menschen zum Gehorsam haben zwingen können. Sie gehorchten, aber nur, weil der Kaiser, der die Größe Roms repräsentierte, einmütig als Gott verehrt wurde. Im kleinsten Flecken des Reiches besaß der Kaiser seine Altäre. In jener Zeit sah man von einem Ende des Reiches zum anderen in den Seelen eine neue Religion erstehen, deren Gottheiten die Kaiser selbst waren. Einige Jahre vor der christlichen Ära errichtete ganz Gallien, welches durch 60 Städte repräsentiert ward, dem Augustus gemeinsam einen Tempel, bei Lyon seine Priester, die von der Gesamtheit der gallischen Städte gewählt wurden, waren die ersten Persönlichkeiten ihres Landes. Es ist unmöglich, dies alles der Furcht und knechtischen Unterwürfigkeit zuzuschreiben. Ganze Völker sind nicht knechtisch, und sie sind es nicht drei Jahrhunderte lang. Nicht die Höflinge verehrten den Fürsten, sondern Rom, nicht Rom allein, sondern auch Gallien, Spanien, Griechenland und Asien. Heutzutage besitzen die meisten der großen Seeleneroberer keine Altäre mehr, wohl aber Statuen oder Bilder. Und der Kultus, den man mit ihnen treibt, ist von dem ihnen dereinst erwiesenen nicht erheblich verschieden. Die Philosophie der Geschichte versteht man erst dann ein wenig, wenn man sich von diesem Angelpunkt der Massenpsychologie recht überzeugt hat. Für die Massen muss man entweder ein Gott oder nichts sein. Man glaube nicht, es seien dies nur abergläubische Anschauungen einer anderen Zeit, die die Vernunft endgültig verscheucht hat. In seinem ewigen Kampfe mit der Vernunft ward das Gefühl niemals besiegt. Wohl mögen die Massen die Worte der Gottheiten und der Religionen, denen sie so lange Zeit dienten, nicht mehr hören. Aber sie haben zu keiner Zeit so viel Fetische besessen als seit 100 Jahren, und niemals haben sich die alten Gottheiten so viele Statuen und Altäre errichten lassen. Wer in diesen letzten Jahren die unter dem Namen des Polangismus bekannte Volksbewegung studiert hat, der konnte sehen, wie leicht die religiösen Instinkte der Massen der Erneuerung fähig sind. Kein Dorfwirtshaus gab es damals, das nicht ein Bild des Helden besaß. Man schrieb ihm die Macht zu, alle Ungerechtigkeiten, alle Übel zu steuern, und tausende Menschen hätten für ihn ihr Leben hingegeben. Welche Stelle würde er in der Geschichte eingenommen haben, hätte sein Charakter nur ein wenig der um ihn gewobenen Legende Stich halten können. Es ist denn auch eine sinnlose Banalität, wenn man betont, die Massen bedürften einer Religion, denn alle politischen, religiösen und sozialen Glaubensinhalte finden bei ihnen nur Eingang in der religiösen Form, die sie jeder Diskussion enthebt. Wäre der Atheismus den Massen zugänglich, so würde er bei ihnen den ganzen intoleranten Eifer eines religiösen Gefühles erlangen und in seinen äußeren Formen bald zu einem Kultus werden. Ein interessantes Beispiel dafür gibt uns die Entwicklung der kleinen positivistischen Sekte. Es ist ihr sehr rasch das widerfahren, was jenem Nihilisten, dessen Geschichte der tiefe Dostojewski erzählt, widerfuhr. Eines Tages, vom Geiste erleuchtet, zerbrach er die Bildwerke der Gottheiten und Heiligen, welche den Altar einer Kapelle schmückten, löschte die Kerzen aus, ersetzte unverzüglich die zerstörten Bildwerke durch die Werke einiger atheistischer Denker wie Büchner und Molescott und entzündete sodann pietätvoll neue Kerzen. Der Gegenstand seines religiösen Glaubens war ein anderer geworden. Aber hatten sich seine religiösen Gefühle geändert? Ich wiederhole, gewisse historische Ereignisse, und zwar gerade die wichtigsten, kann man nur verstehen, wenn man sich von jener religiösen Form, welche die Überzeugungen der Massen schließlich stets annehmen, Rechenschaft gegeben hat. Es gibt soziale Phänomene, die man mehr als Psychologe denn als Naturforscher studieren muss. Unser großer Historiker Taine
hat die Revolution nur als Naturforscher studiert und deshalb ist ihm die wirkliche Entstehung der Ereignisse recht oft entgangen. Er hat die Tatsachen vorzüglich beobachtet, aber aus Mangel an Massenpsychologie nicht immer die Ursachen jener erfasst. Da die Tatsachen ihn durch ihre blutige, anarchische und wilde Seite erschreckten, so sah er in den Helden der großen Epoche nur eine Horde epileptischer Wilder, die sich ihren Trieben zügellos hingaben. Die Gewalttaten der Revolution, ihre Metzeleien, ihr Bedürfnis nach Propaganda, ihre Kriegserklärungen. An alle Könige erklären sich nur, wenn man bedenkt, dass sie nichts als die Befestigung eines neuen religiösen Glaubens in der Massenseele war. Die Reformation, die Bartholomäusnacht, die Religionskriege, die Inquisition. Die Schreckenstage sind Erscheinungen derselben Art, hervorgerufen durch Massen, welche von jenen religiösen Gefühlen belebt waren, die notwendig dazu führen, schonungslos mit Feuer und Schwert alles auszurotten, was sich der Herrschaft des neuen Glaubens entgegenstellt. Das Verfahren der Inquisition ist dasjenige aller wahrhaft Überzeugten. Sie wären keine Gläubigen, wenn sie anders verführen. Umwälzungen gleich jenen, die ich erwähnte, sind nur möglich, wenn die Massenseele sie ins Leben ruft. Die absolutesten Despoten könnten sie nicht entfesseln. Wenn die Historiker uns erzählen, die Bartholomäusnacht sei das Werk eines Königs gewesen, so bekunden sie, dass sie die Psychologie der Massen ebenso wenig wie die der Könige verstehen. Solche Manifestationen können nur der Massenseele entspringen. Die absoluteste Macht des despotischen Monarchen reicht nicht weiter als zu einer geringen Beschleunigung oder Verzögerung des Moments. Nicht die Könige haben die Bartholomäusnacht, die Religionskriege verursacht und nicht Robespierre, Danton oder Saint-Just sind die Urheber der Schreckenstage. Hinter solchen Ereignissen findet sich stets die Massenseele, niemals die Macht der Könige.